Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Petras Welt. Heute habe ich wieder eine Lesung für euch und zwar passend zum Sommerwetter aus meinem neuen Sommerliebesroman Körbchen mit Meerblick. Das Buch ist am 10. Juni 2016 im Mira Taschenbuchverlag erschienen und darin geht es um Melanie, die von ihrer Großtante Sibylla ein Haus erbt an der Nordseeküste in dem kleinen Städtchen Lichterhafen. Und nicht nur ein Haus, sondern auch eine Kunsthandlung und die kleine Schoki. Ich zeige euch das Cover nochmal, da seht ihr sie. Eine kleine Labradorhündin. Melanie ist von diesem Erbe allerdings zunächst mal ganz und gar nicht begeistert. Warum, werdet ihr gleich erfahren. Wer Lichterhafen auf der Landkarte sucht, wird leider nicht fündig. Das ist ein fiktiver Ort, den ich mir ausgedacht habe. Das habe ich deshalb gemacht, weil ich damit viel mehr Freiheiten habe, als wenn ich einen wirklichen Ort nehmen würde. Aber wenn ihr Lichterhafen ein bisschen verorten wollt, dann würde ich das so ein bisschen in die Nähe von Cuxhaven bringen. Bevor ich anfange, möchte ich aber noch ein kleines Rätsel lösen. Und zwar werden sich, wie ich schon gehört habe, einige bei meiner letzten Lesung aus Die Bastardtochter gefragt haben, was ich denn da bloß für ein Schild hinten an meiner Pinnwand hängen habe, auf dem Shit steht. Ich zeige euch mal, was das für ein Schild ist, denn da steht nicht nur Shit drauf, sondern Shit happens. Nur damit ihr wisst, dass ich nicht irgendein unanständiges Schild hier in meinem Büro hängen habe, sondern einfach nur eins, das mich daran erinnert, dass Shit happens. Das kommt ja ab und zu vor. Aber jetzt zurück zu meiner Lesung. Das Besondere oder eine der Besonderheiten an diesem Buch ist, dass, wie auch in vielen meiner Weihnachtsliebesromane mit Hund, die kleine Schoki hier gedanklich zu Wort kommt. Das heißt, sie gibt immer mal wieder ihren Senf dazu. Und das tut sie auch gleich im ersten Kapitel, mit dem ich jetzt anfangen werde. Und ja, da werdet ihr schon gleich erfahren, was mit ihr los ist. Mein Frauchen ist fort. So richtig fort. Für immer. Nicht bloß kurz zum Einkaufen oder zum Milchholen bei den Nachbarn. Fort. Sie kommt nicht wieder zurück. Ich vermisse sie. Wie schön wäre es, wenn sie jetzt hier bei mir wäre, mit mir spielen oder kuscheln würde. Aber sie kommt nicht zurück. Männer in schwarzen Anzügen haben sie weggebracht, in einer braunen Holzkiste. Und ich? Ich bin jetzt bei Christina zu Besuch. Ich mag sie und hier gibt es immer viele andere Hunde, die bei ihr zu Gast sind, so wie Zora und Benny, die beiden Golden Retriever. Ganz viele Menschen, die alle nett zu mir sind. Nur ein Frauchen habe ich jetzt nicht mehr. Dabei hätte ich so gerne wieder eins. Vielleicht darf ich bei Chris und Zora und Benny bleiben. Das würde mir gefallen, auch wenn ich dann lauter Kommandos lernen muss. Sitz geht ja noch und Platz und komm her. Chris bringt fremden Hunden auch lauter andere Sachen bei. Benny zum Beispiel kann tanzen, was witzig aussieht. Und Zora ist gut im Finden von Sachen. Vielleicht macht das ja sogar Spaß. Aber bei meinem Frauchen Sibylla musste ich sowas nie machen. Dafür hat sie mir Bällchen geworfen und mich zum Schwimmen mit ans Wasser genommen. Und im Watt haben wir tolle Spaziergänge gemacht. Da kann man auch wunderbar buddeln. Ich liebe es zu buddeln. Sibylla mochte das nicht ganz so. Sie hat immer geschimpft, wenn ich von oben bis unten mit Matsch verschmiert war. Trotzdem ist sie immer wieder mit mir hingegangen. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich gerne ein Frauchen haben, das mit mir ans Meer geht. Und ins Watt. Die mit mir herumtobt und Quatsch macht und eben einfach mein absoluter Lieblingsmensch ist. Versteht ihr das? Vielleicht erfüllt sich mein Traum ja. Sibylla hat immer gesagt, dass Wünsche sich erfüllen. Kommt Zeit, kommt Rat, hat sie auch immer gesagt. Naja, vielleicht gilt das ja auch für mein neues Frauchen. Drückt mir die Daumen und die Pfoten. Das soll ja Glück bringen.